Also wir haben teilweise mit Ried sehr gut mithalten können, haben auch Chancen erarbeitet und es hat leider beim Abschluss gehapert, keine Tore gemacht und dann halt auch zum Teil sehr oft grün hinter die Ohren gewesen, zu leichte Fouls provoziert. Also, und ja, der Gegner ist stark, also Ried kann man nichts sagen, super Mannschaft und ja, daraus lernen und Kopf hoch. Ja, es ist extrem scheiße, sage ich einmal, weil wenn es in der ersten Halbzeit, die ersten 20 Minuten, 25 Minuten hätten wir wirklich, wenn wir da gemacht hätten, glaube ich, hätte die Partie ein bisschen anders ausgeschaut. Aber ja, beim Abschluss hat es halt wieder gefehlt. Hinten haben wir leider zu viel zugelassen. Aber halt, sie haben halt auch starke Stürmer, kann man nicht sagen. Und ja, wir müssen einfach analysieren und weitermachen, es hilft nichts. Da können wir uns nicht ausreden, dass wir eine junge Mannschaft sind. Das hat mit dem Alter nichts zu tun. Entweder wir haben was im Schädel und können das auch umsetzen und sind so gescheit, oder ich weiß nicht, entweder sind die Spieler nicht konzentriert genug, also wir als Mannschaft nicht konzentriert genug, oder ich weiß nicht, wir müssen uns das anschauen, wir müssen das auch darauf anreden und ja, wir werden es eh sehen. Natürlich ist es die Enttäuschung groß, nehme ich an, es war die dritte Niederlage in Folge seit der Corona-Pause. Ja, wie geht man jetzt damit um? Ja, ich sage einmal, Dornbirn wäre zum Schlagen gewesen. Beim Klagenfurt haben wir leider Pech gehabt in den letzten Minuten und da Ried, sage ich einmal, die Tabellenführer halt, es ist gegen einen auch nicht leicht zum Spielen. Ja, es fängt schon wieder so an, wie es im Herbst angefangen hat. Und das wollte man eigentlich genau vermeiden, aber ja, wir müssen einfach analysieren, wir müssen weiterschauen, wir müssen den Kopf hochhalten und wir müssen einfach das Beste draus machen. Es hilft nichts. Am nächsten Freitag geht es ja schon weiter zu Hause gegen Horn. Mit welchem Gefühl geht man jetzt nach diesen drei Niederlagen in die Partie? Ja, wir müssen einfach schauen, dass wir einfach die Wochen gut trainieren, noch mehr arbeiten an uns. Da muss jetzt der Spaß einmal an zweiter Stelle sein. Wir müssen alle mal konsequenter noch beim Training sein. Und dann, wenn wir Freitag die Partie gewinnen, dann können wir mal wieder ein bisschen, also dann können wir wieder ein bisschen Spaß haben. Aber jetzt heißt es nur kämpfen, kämpfen, kämpfen. Ja, im Prinzip tut es viel weh, muss ich sagen, weil ich glaube, die ersten 25 Minuten waren wir sogar besser wie Ried. Nur leider haben wir das da nicht gemacht, was wir braucht hätten, dass wir da drüber kommen und so. Und ja, und dann sind wir eigentlich ein bisschen ins offene Messer gelaufen, weil dann hat die Mannschaft geglaubt, es geht so weiter. Dann haben wir wirklich zwei dumme Tore gekriegt, wo wir sich das sicher besser verteidigen können. Ja, und dann ist es natürlich schwer. Und im Prinzip haben wir auch zweite Halbzeit auch sehr offensiv auch gespielt und im Prinzip auch unsere Möglichkeiten gehabt. Ja, aber leider waren wir dann hinten nicht so sicher oder so clever, dass wir sagen können, wir bringen das ein bisschen drüber. Wir waren immer so im Notraum, dass wir ein Tor schießen. Das haben wir leider nicht zusammengebracht. Das hätte uns nochmal, glaube ich, ein bisschen eine Kraft gegeben und ja, und dann kommt sowas raus. Aber es tut einfach weh, weil wir Phasen drinnen haben, wo wir wirklich gut sind und eigentlich besser auch wie Ried. Aber dann haben wir Phasen drinnen, wo wir uns anstellen wie Kinder. Ja, am Ende aber viel zu deutlich, oder, die Niederlage? Ja, viel zu deutlich. Mir tut es auch für die Mannschaft leid, weil wenn du jetzt mit 5-0 heimfährst, dann jeder sagt, das ist scheiße und das ist nicht gut und das ist nicht gut. Und ja, mit dem müssen wir jetzt einfach leben. Und ja, wir haben gesagt, wir gehen den Weg mit den Jungen. Der ist halt hart derzeit, aber ich hoffe, dass wir da für die nächste Saison dafür belohnt werden. Ja, man ist wirklich gut in die Partie gekommen. Ja, was hat da gefällt, dass man da eine zweite Halbzeit vielleicht noch nachlegen kann? Ja, das Tor ist uns einfach abgegangen. Wir haben das Tor nicht gemacht, was wir braucht hätten, dass wir gesagt haben, okay, wenn wir da ein Tor schießen, dann kannst du ein zweites machen und so. Und leider haben wir das nicht umgebracht, aber wir werden daran arbeiten und ja, und wieder ins nächste Spiel gehen und wieder ein paar Junge probieren und ja, und dann irgendwann kommt es sicher mal zurück. Und wenn es nicht jetzt zurückkommt, dann kommt es in der nächsten Saison zurück. Ja, du hast schon angesprochen, man hat sehr lange mitgehalten, kann man da deshalb trotzdem was Positives mitnehmen aus dem Spiel? Ja, auf jeden Fall, dass man gegen eine gestandene Mannschaft, die eigentlich ein Riesenpotenzial hat und ja, dass man da mithalten kann und sogar Phasen hat, wo man besser sind. Nur wenn du dann nachher nicht das Tor nicht machst, was du brauchst, dann kommt sowas raus wie heute und das tut mir schon für die Mannschaft auch leid, weil das haben sie sich nicht verdient. Ja, vor allem, es war jetzt die dritte Niederlage in Folge, die was ja auch nicht ja, in dem Sinn so notwendig gewesen wäre. Nein, du sagst es. Es ist einfach so, dass wir uns, weiß auch nicht, wir gehen aus, wir spielen einen relativ guten Fußball und ja, leider können wir uns derzeit nicht belohnen. Da fehlen halt ein, zwei Sachen und wir trainieren es, wir tun es üben und ich hoffe, dass wir in den nächsten Spielen auch ein bisschen das Spiel gekriegt, wo man sagt, okay, man schießt dann irgendwie einmal ein Tor und so und dann geht es bergauf.